unser zweiter Gast für das Panel We'll Fix It in Post ist Filmemacher Sebastian Linder. Er arbeitete bereits für Unternehmen wie Red Bull, Saturn und ProSieben. Sein Herz hängt jedoch besonders an den Projekten, die ihn persönlich betreffen und bei denen er alle Schritte der Postproduktion selbst übernehmen kann. Ein Film davon ist Mio Iran. Ein Film, den er im gemeinsamen Urlaub mit seiner Frau gedreht hat und den er seinem Sohn gewidmet hat. Begrüßen wir ihn nun hier auf der Bühne. Hier ist für euch Sebastian Linder. Hallo, 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 hallo. Ihr werdet hier gleich gefilmt. Hi, hey, hi. So, genau. Mein Name ist Sebastian Linder und was wir heute machen ist, ich zeige euch was ich sonst mache und ich zeige euch, wie man da hinkommt. Und zwar ist der Plan, etwas Riskantes hier zu machen, was vielleicht auch schief gehen wird. Und zwar möchte ich einen Live-Schnitt machen. Ich habe einfach hier mit der GoPro, deswegen habe ich die auch gerade mitgebracht, den Weg hier hingefilmt. Und ich will das jetzt einfach in den 20 Minuten, die wir haben, zusammenschneiden. Weil das wird besser meinen Workflow zeigen, als wenn ich den einfach Screen per Screen sozusagen abfilme. Und genau, ich werde einfach das hier mal anmachen und hoffe, das funktioniert jetzt alles. So, wir sind's. Okay, ich gucke gerade mal, ob hier Sound und alles läuft. Und das gehört alles dazu. Also wir sind ja die Meister der Post, wurden wir jetzt hier irgendwie genannt. Und da kann auch irgendwas schief gehen, da kann irgendwas auch nicht funktionieren. Das Wichtige ist aber, dass wir es dann trotzdem hinbekommen, damit zu arbeiten. Also ich zeige euch erstmal einen kurzen Zusammenschnitt meiner Arbeiten und dann zeige ich euch, wie man da hinkommt. Viel Spaß. And say, the past is the result of the present. Genau, und hier folgen immer wieder dieselben Fragen, wie zum Teufel kommt man zu so einem Ergebnis? Hast du dir das vorher ausgedacht? Hast du das von langer Hand geplant? Und die Mischung ist oft eine Sache aus ganz vielen Komponenten, oft aus Zufällen, aus Dingen, wie sie gerade laufen, welches Equipment man da hat. Gerade ist zum Beispiel mein ganzes Equipment nach Berlin verliehen und ich hatte einfach nur diese GoPro und habe noch nicht mal einen richtigen Griff gerade da bei mir gehabt, habe das einfach zusammen gemacht. Also habe ich gedacht, gut, machen wir heute einfach mal einen Clip mit der GoPro. Und genau, ich gehe jetzt hier einfach direkt mal in Premiere rein, wo ich das ganze Material, was ich bis hierhin gedreht habe, vielleicht machen wir gleich noch ein bisschen was dazu, je nachdem, wie es läuft. Und ich zeige euch einfach mal wirklich einmal komplett, wie ich so durchgehe. Und das Interessante ist, dass der Workflow für so ein ganz kleines Projekt, was jetzt irgendwie 15 Sekunden lang werden soll, ganz genau derselbe Workflow ist, wie für die Projekte, die ihr gerade gesehen habt.
bis hoch sogar zu 90 Minuten. Ich arbeite da immer gleich. Genau, wir sind jetzt hier in Premiere und hier ist auf jeden Fall die Selection von dem ganzen Material. Das hat wirklich, war sehr authentisch, mein erster Kaffee heute Morgen, wo ich hier gedreht habe mit der Milch und ich mal Milchschäumer gemacht habe. Und jetzt kommt witzigerweise der allerwichtigste Prozess von allen, der am meisten übersprungen wird. Und das ist die Selektion des Materiales. Und das Wichtige ist wirklich eigentlich, Momente in dem Material zu sehen, die einen Impact sozusagen haben, die bewegen, wo gerade etwas passiert. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal zusammen an. Wir gehen hier einfach mal schnell durch und schneiden uns die verschiedenen Sachen raus, die einen Impact haben sozusagen. Genau. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingehe, dann sehe ich das. Und ich glaube, ich habe hier einen ganz schönen Shot gemacht, wo ich das hier runtertropfen lasse. Ja, und dann, ich schneide dann einfach das hier vorne sozusagen weg und gucke mir das an. Und zum Beispiel nur dieser Moment, bis es jetzt hier runtergegangen ist, fand ich gut. Jetzt ist schon wieder langweilig, da passiert schon wieder gar nichts. Und ich schneide mir das erstmal nur so ungefähr zu und nehme das hier raus. Ich habe hier meine Short Keys, ich schneide jetzt dieses Markierte dahinter weg und jetzt haben wir nur die Milch, wie sie hier reinläuft. Zack. Es muss aber nicht genau zugeschnitten sein, das ist erstmal ungefähr, weil wir arbeiten dann von dieser Sequenz später noch in die nächste Sequenz. Auch wer ganz viele weiß ich schneide in einer Sequenz alles, ich selektiere, schneide da drin und mach's fertig. Das, das machen wir nicht, ihr werdet doch sehen, warum. Genau, dann habe ich hier den Kaffee zubereitet und das ist auch mal interessant, geht ja eher heute ein bisschen um Post, aber ich habe hier versucht, so ein bisschen den Kaffee zu filmen, wie ich den da reinmache. Das war aber alles so ein bisschen unspektakulär, seht ihr ja, und dann habe ich die ganze Sache so ein bisschen umgedreht. Und so entwickelt sich immer ein Shot und habe gedacht, hey, ich kann doch den Kaffee hier irgendwie drauf träufeln und dabei noch gehen. Genau, so. Genau. So. Das ist dann zum Beispiel der Shot. Und weil ich nie zufrieden bin, muss ich das natürlich gleich nochmal machen. Genau. Hat ganz gut funktioniert. Zum Beispiel auch wieder angepasst, GoPro kann man in Flüssigkeiten werfen, alles mitmachen. Also würde ich jetzt mit meiner A7S oder FS5 vielleicht nicht machen. Und das Gehen wird Shot pro Shot besser. Genau, jetzt wähle ich das aus und zum Beispiel der letzte war vielleicht der bessere. Oder habe ich einen Shortkey, Command 1 und dann mache ich den rosa. Ja, da habe ich den schon eingefärbt, orange meine ich. Genau, dann habe ich hier irgendwie den Kaffee wieder zubereitet. Und das Wichtige ist jetzt, dass man wirklich schaut, wo ist ein Moment, wo sozusagen eine Bewegung ist, wo ich irgendwie was spüre. Und das ist wirklich nur dieser kurze Moment. Und wenn ihr euch Schnitte oft anschaut, so eure ersten Schnitte auch, dann sind die oft so lahm und so lang und haben den Übergängen und so fehlt es. Und gerade hier in der Selektion mit dieser Sicht des Materials habt ihr auf der einen Seite diese Sachen in der Timeline, aber auch gleichzeitig in eurem Kopf dann drin für später. Dann kommt die Milch, die war aber unspektakulär, die kann ich gleich rausschmeißen, unspektakulär raus, müssen sie auch ein bisschen beeilen. Ah, und hier habe ich eine Idee gehabt, da sieht man es schon. Die Idee war das hier. Genau. Und da seht ihr, da geht schon der Stil. Ich habe dieses Band an, weil ich gerade so ein bisschen Ohrenschmerzen hatte und auch wieder hier verbessert. Ja, hier zum Beispiel noch verbessert, wahnsinnig mit den schielenden Augen, die zum Mittelpunkt führen sozusagen. Funktioniert. Dann hier noch ein bisschen Müsli. Und genau, so ein Moment, ne, wo es gerade dreht zum Beispiel, ist der Moment, den ich hier sozusagen rausnehmen würde. Zack. So. Und dann esse ich das noch so. Ich weiß, es geht alles sehr schnell. Das ist, wenn man das 22 Jahre macht, dann geht das alles ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich nehme es mal mit. Brauchen wir nicht? Brauchen wir? Okay, du bist der Mann. Wenn du das sagst, dann nehmen wir das. Finde ich auch gut. Habe auch verschiedene Varianten gemacht hier. Und das ist auch übrigens eine ganz wichtige Sache. Die meisten denken immer, ja, hier, du bist eben der Meister der Post und Schnitt und so. Aber was auch wirklich den Schnitt dann ausmacht, ist diese verschiedenen Varianten, die man dreht. Und was ihr vielleicht auch seht, ist, dass ich die Kamera immer anlasse. Ich schalte die Kamera nicht aus, wie viele, die dann nur immer diese 2 Sekunden filmen, dann machen sie die Kamera wieder aus. Bei mir läuft die einfach durch, ich probiere aus, mache verschiedene Varianten, weil diese Varianten kann man dann später auch im Schnitt benutzen. Genau. Ach ja, hier habe ich einen schönen Shot, da weiß ich schon, wie das ungefähr ist. Der ist gedreht. Oh, was machen wir denn da? Das ist doch ganz schön. Den Shot kann ich dann auch hier in den Effekten zum Beispiel flippen mit einem horizontalen Flip und einem vertikalen Flip. Fertig. Da sind wir schon beim Aufzug. Genau. Und ich versuche hier, also auch über den Weg kommt sozusagen auch dann so ein bisschen die Kreativität. Der war leider schon da, das war ein bisschen schlecht, weil hat es nicht mehr geleuchtet.
Egal, deswegen war der erste eigentlich der beste. Also ein bisschen den Stil, den Sid bekommt und der sich auch herausgearbeitet hat, ist dieses drauf zu und drauf weggehen, ja? Der sich so ein bisschen über den Kaffee, der runtertropft, etabliert hat, aber auch die Kamera, wie sie in meinen Mund fliegt. So, dann nehme ich das mal mit. Und hier habe ich zum Beispiel die Spiegelung gesehen und dachte so, ah cool, kann ich damit irgendwas machen? Ja, ich kann rausgehen, wenn die Tür gleich aufgeht. Ich fand dieses Bild hier irgendwie ganz schön. Jetzt warte ich, dass der Fahrstuhl endlich aufgeht. Passiert nicht. Ah, da geht er aus. Genau, siehst du, hat doch ganz gut geklappt. Nehmen wir doch wieder raus. So. Genau. Und dann geht es hier auf die Straße. Ich war spät dran heute, gerade rechtzeitig noch gekommen. Und hier wird dann gefahren. Und hier entwickle ich auch wieder den Shot. Hm, ich kann so machen, aber ich kann auch mit meinem Bein sozusagen mitgehen. Und hier diese Dynamik ist ganz cool. Und wie gesagt, ich gehe mal ein Stück zurück, schneide mir das wieder raus und schneide alles andere weg, was nur ganz gut ist, aber nicht klar ist. Ja? Das ist ganz wichtig. Fahre ich hier rum, war nichts Spezielles. Hier haben wir wieder so einen Rausgeher, den kann ich vielleicht auch wieder benutzen. Zack, 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 zack. Mhm. Sehr gut. Und wie gesagt, das muss nicht genau sein. Hier die Blätter als Struktur natürlich genommen, ist super. Dann probiere ich aus. Ich drehe auch die Kamera gerne wieder rum, wie hier. Da bin ich fast auf die Fresse geflogen, glaube ich. Es war nass, beim Nassen darf man eigentlich nicht fahren. Ja, das ist doch ein cooler Moment hier. Oh, mit dem Blatt. Und so kleine Sachen, ne? Hier, guck mal. Zack, dass das Blatt so reingeht und auch dieser Soundcue, der da mitkommt. Voll geil, gleich mitnehmen. Zack. Kann ich dann gut benutzen. Und selbst wenn ich das... Hier habe ich das weggeworfen. Nein, das brauchen wir nicht. Hier muss ich auch ein bisschen üben. Normalerweise klebt man sowas fest, aber ich habe es hier einfach gemacht, indem ich das gemacht habe. Dann muss man ja erstmal treffen, ne? Jetzt. Meistens der letzte Shot immer, weil man danach die Kamera ausmacht. Super. So, Auto geht auf. Oh ja, es kommt einer meiner Lieblingsshots gleich, glaube ich. Super. Und der Sound hilft einem auch so ein bisschen zu sehen, wo, wann was passiert. Ja, diese Ausschläge, daran sehe ich, wann ich das quasi reinschneiden kann. So, muss ich natürlich wieder rausholen. Genau, und dann muss ich... Genau, und dann gibt es hier die verschiedenen Varianten. Und was ich hier zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe die... Was ich hier gemacht habe, ist, weil ich eben schon weiß, dass ich das vielleicht verlangsame, habe ich hier schon die Framerate verändert und deswegen kann man hier dann eine Zeitlupe machen. Damit können wir coole Sachen nachher machen. Auto kaputt. Sehr gut, ist vielleicht witzig. Dann Zeitraffer irgendwie gedreht, einfach auf Zeitraffer gemacht, zack, den können wir direkt so drin lassen. Hier ein bisschen Mut sozusagen im Auto nehmen. Bisschen Slipknot gehört. Warum nicht? Das ist jetzt nicht sonst meine Band, aber irgendwie dachte ich, es passt. Nach einem Kilometer bei Ausfahrt 73 Hainichen Richtung Hainichen mit Weider fahren. Hier ging es mir nur um Soundcue eigentlich, dass ich das mit Weider drin habe vom Navi. Genau. Und jetzt werde ich gleich angerufen hier, glaube ich. Jetzt klingelt mein Handy. Oh ja. Ja, das können wir einfach so drin lassen. Wann bist du endlich da, Sebastian? Kommst du noch? Hier habe ich ein paar Bäume. Zack. Und dann sind wir wunderschön mit Weider hier. Hat mir sehr gefallen. Deswegen habe ich auch richtig viel gefilmt. Weg. Eine richtige Kamera hier. Ja, wurde ich hier. Ich wurde hier überrascht und wurde gefilmt. Oh ja, guck mal. Und hier war auch ein toller. Habt ihr es mit den Haaren gesehen? Zack. Toller Moment. Für sowas muss man einen Blick entwickeln. Zack. Fertig. Super. Schritte. Langweilig, 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 langweilig. Und so gehe ich immer durch. Langweilig. Weg alles. Ah. Ja, komm mal nehmen. Wir sind schon fast durch. So, sind gut in der Zeit. Oh ja, das war auch sehr. Das war mein Highlight des Tages bisher. Hier. Dann habe ich keine Rechte mehr im Material. Ja, da war ein Moment. So, den nehmen wir raus. Zack, zack. Oh, da war Bonnie. Hey, Bonnie. Bonnie ist hier. Bonnie, bist du da? Bonnie. Ah. Genau. Dann sowas eben, auch immer in den Makrobereich zu denken, ist natürlich auch super cool. Und gerade hier sowas zu benutzen, wie so eine Lichterkette, das nehme ich einfach mal gesamt mit. Das kann ich vielleicht für den Eingang hier in den Raum mit benutzen. Super, Bonnie. Gut gemacht.
Und dann komme ich zum Beispiel von dieser Lichterkette, die ich hier gehabt habe, dachte ich, hey, vielleicht kann ich die Lichterkette irgendwie visuell weiterführen, habe das ja an der Decke gesehen und dann irgendwie das so mitgenommen. Und was eben wichtig ist, ist, dass man sich, das machen eben so Fernsehfilme oft nicht, die haben diese riesen Kamera hinten auf, mit dem Rig irgendwie drauf, so wie das jetzt auch hier ist, und das ist auch alles gut, das ist auch nötig, die darauf zu haben, um konstantes Bild zu machen, aber wenn man kreativ filmt, dann muss man sich echt so ein bisschen blamieren, ja. Also wenn mich Leute manchmal sehen, dann haben die gedacht, das kann doch nicht sein, dass da irgendwas bei rauskommt. Aber durch diese Dynamik, durch diesen dynamischen Umgang, Kamera drehen, hoch, runter, passiert dann eben genau sowas. Genau. Ihr habt schon mal das Studio gefilmt. Ich habe quasi vom Monitor das dann hier abgefilmt. So, nee. Moin. Oh, guck mal, da war noch was. War gar kein schlechtes Ende. So. Und jetzt sind wir durch die Selection durch und die ist 2 Minuten lang geworden. Und wir haben das jetzt alles zusammen gesehen. Bisschen klatschen. Fragen gibt es später. Genau. Was wir jetzt machen ist, keine Zeit zum Klatschen hier. Was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt weiter von der Selection und machen genau, was ich gesagt habe. Viele von euch würden jetzt bestimmt anfangen, hier drin irgendwie zu schneiden und die Musik reinzuziehen. Nein, 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 das machen wir nicht. Was wir einfach machen ist, wir duplizieren diese Sequenz und nennen sie Rohschnitt 01. Das ist schön. Machen das auf und löschen hier alles wieder raus. Was wir aber jetzt erstmal brauchen, was ich als nächstes machen würde und was ganz wichtig ist, wäre eine Musik finden. Und ich habe ein paar ausgewählt. Wir können einfach mal kurz reinhören, was so passt. Ich will so ein bisschen was Funkiges machen. Ich war ein bisschen witzig drauf heute. Also wäre irgendwas, was das so ein bisschen unterstützt, vielleicht ganz gut. Ja, kann man schon machen. Zieh ich mal rein, fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, findet ihr das besser? Nein. Das war. Okay, versuchen wir es. Ich weiß schon, wie das wird, wenn ich das schneide. Und es geht schon los im Kopf, dass man den Schnitt schon sieht und denkt so. Dann wird das irgendwie so, wenn man es dazu schneidet. Wollt ihr dazu das sehen? Uiuiuiui. Furchtbar. Ich hoffe, ihr wählt was anderes aus. Langweilig. Das wäre für mich leichter, um zu schneiden, als es aber wir entscheiden. Langweilig. Langweilig. Warte mal, der No Kind of Fun klingt noch gut. Nö, wir nehmen einen von den dreien. Also das war das Erste. Ich glaube, das wollte keiner. Wirklich? Also wollt ihr, okay, wir stimmen ab, wer will das? Wer will das? Okay, sind mehr. Danke, ihr seid nett zu mir. Hui, Glück gehabt. Nee, das andere wäre auch gegangen, wäre auch witzig gewesen. Aber wäre ein bisschen mehr Schnittaufwand, da musst du so vor und zurück machen und so. Und das wird knapp mit der Zeit. So, jetzt haben wir das Lied hier und was wir jetzt erstmal machen, wir hören jetzt ja immer von Anfang an rein. Und jetzt tippe ich schon mit hier, um den Intro zu finden. Eins, zwei, drei, vier. Hier ist noch nichts los. Wo kommt der Beat? Ah, hier. Und wie ist das hier? Okay, so, dann nehmen wir das und ziehen das erstmal hier rein. Und jetzt müssen wir noch einen Anfang und so finden. Wir werden es mal ungefähr auf 20 oder 15, 15 bis 20 Sekunden trimmen, um das dann zu machen. Oh, das passt doch schon mal. Sehr gut. Das Gefühl so ein bisschen zu bekommen. Ah ja, siehst du, hat sogar ein Ende. Mann, ich bin ein Lucky Guy hier. So, da kommt eine weiche Blende drauf mit Command-Shift-D. So. Perfekt. So, und was wir jetzt machen ist, wir haben jetzt das Lied hier. Das ziehe ich nochmal eins runter und ich sperre das jetzt, weil das Lied wird nicht verändert und sonst kommt da irgendwas rein und dann verschiebt sich und das wollen wir nicht. So, was wir jetzt machen ist, wir fangen jetzt an. Und was wir jetzt erstmal im Schnitt machen ist, wir wollen jetzt erstmal ein starkes Bild eigentlich zum Anfang haben. Ja, vielleicht das. Das ist doch gut. Der bessere Gena sozusagen. Das dauert aber ein bisschen lang, wir kürzen es.
Ja, es geht schon auf den Beat. Genau, gehen wir vielleicht direkt hier rein in das nächste. Und was ich jetzt einfach mache ist, wenn ich auf F drücke, dann nimmt der diesen Schnitt, den ich hier gemacht habe, das Bild, was markiert ist, links rüber ins Auswahlfenster. Ich gehe rüber in den Rohschnitt und kann das dann wieder reinziehen, diese Auswahl. Das ist ziemlich cool. Genau, das ist cool, aber ich will wieder auf den Beat schneiden. Genau, sehr gut. Ja, jetzt ist die Sache, ich fühle den Beat, ich gehe da so ein bisschen drauf rein, ein bisschen frech geschnitten irgendwie. Oh, aber das war der bessere. Oh, das war der bessere. Oh, den müssen wir natürlich nehmen, deswegen wird er jetzt ausgetauscht. Und hier hätte ich nur... So, ich nehme den. Ah, und wo ist... Jetzt kann ich was Witziges machen, ist, ich kann jetzt... Ich setze jetzt Markers. Und so habe ich jetzt eine... Warte. Jetzt habe ich eine visuelle Referenz des Taktes sozusagen, auf die ich gerne schneiden will und muss das nicht immer wieder neu raussuchen. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Moment auf den Beat setze, den ich mir gerade hier gemacht habe, dann schaut euch das mal an. Fast direkt, ne? Genau, jetzt kann ich ein bisschen schneller sein. Zack, hier ist, und jetzt geht es schneller. Zack, hier das in den Mond. Was ich jetzt mal mache, was ich gerne mache, ist, dass ich mir das gar nicht alles anschaue. Oh, hier ist deine Lieblingsszene. Die müssen wir natürlich... Genau, die machen wir natürlich... Die machen wir natürlich rein, extra für dich, so. Was ich echt gerne mache, ist, dass ich manchmal auch einfach jetzt das reinsetze, erstmal hintereinander, diese stärksten Szenen, die stärksten Momente, um dann zu gucken, wie das dann wirkt, wenn ich das mir dann auf einmal anschaue. Ja? Also ohne jetzt eine Bewertung für jeden Schnitt zu machen, schneide ich das einfach mal durch und orientiere mich hier so ein bisschen oben an meinen Markern, die ich mir irgendwie gesetzt habe. Zack. Aufzug kommt. Ja, nehmen wir auch noch mit rein. Komm, nehmen wir alles mit rüber. Den machen wir aber schneller. 200% Geschwindigkeit. Und wir drehen ihn um. Sorry, muss jetzt sein. Ja, Aufzug kommt. Und guck mal, was ich jetzt machen kann. Und jetzt bin ich halt kreativ, ne? Fixe den Post sozusagen hier. Ich nehme den jetzt einfach und kopiere mir das hier einfach raus, höre das irgendwie zur Musik an und kopiere mir das so ein paar Mal hinter. Yeah. Und das nehme ich jetzt mit dem aus dem... Ne, ich springe direkt aufs Skateboard. Den muss man auch mal weglassen. Das ist ein bisschen dunkel, nicht so spektakulär. Deswegen lassen wir direkt hier ins Skateboard gehen, direkt hier in dieses Pushen gehen, was ich irgendwie habe. Genau, und hier sehen wir es schon. Zack. Ein Schritt reicht. Genau, zack, nächstes Bild. Oh, und hier haben wir unsere Sound-Cue-Szene. Zack, die brauchen wir auf jeden Fall. Und die schneiden wir wieder hier rein. Wir sind von der Zeit ganz gut. Ich bin gleich fertig. Kein Problem. Wir müssen noch Grading und Sound-Design machen. Auf das nächste Geräusch fliegt das Ding jetzt in den Kofferraum. Oh, wobei, diese Schlüsselszene müssen wir schon reinmachen, glaube ich. Die war schon sehr, sehr witzig eigentlich. Zack. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei 9 Sekunden. Das läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir kriegen das hin hier, das zu schneiden. Und ihr seht, also das ist jetzt ja sowieso ein recht linearer Schnitt. Ne? Das ist auch linear gefilmt. Also deswegen kann ich das jetzt einfach so rausschneiden, aber ihr seht schon dieses Gefühl für diese bestimmten Szenen und die Spannung steigt, wenn wir das gleich fertig sehen, wie das dann wirkt. Brauchen wir das Gepiepe? Nein, das brauchen wir nicht, aber den Timelapse, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Den finde ich nämlich echt cool. Passt der hier vom Framing? Zack. Ja, soll ich mal auf 6? Jo, passt. Und was ich hier mache auch, warum das so schnell geht übrigens, ist, ich habe einfach sämtliche... Shortkeys, ich habe alles auf der linken Hand in Reichweite, also ich gucke auch gar nicht dahin, ich schreibe quasi so 10 Finger und habe alle meine Shortkeys auf der linken Hand, sodass ich ganz schnell arbeiten kann und immer quasi dann zur nächsten Sache gehen kann. Der ist hier ist ein bisschen zu lang, deswegen machen wir mit dem auf 300% Geschwindigkeit, so, kürzen das hier ab, zack, haben wir den hier hingeschnitten. Und ihr seht schon, wir kommen langsam zum Ende. Oh, jetzt haben wir mit weiter. Das müssen wir jetzt vom Sound schneiden. Achtung. Ausfahrt 73 Hainichen Richtung Hainichen mit weiterfahren. Und hier haben wir ja Hainichen mit weiterfahren. Das wollen wir aber nicht. Ich mache das jetzt mal ganz dirty hier in der Sequenz. Eigentlich würde ich dafür eine extra Sequenz für so Scribble-Arbeiten machen. Aber ich lasse es mal hier drin. Und genau, wo ist der Ton? Achso, weil ich das gelosolot habe hier. Na gut, dann geht halt hier. Und
73 Heinichen, Richtung Heinichen. Richtung Heinichen. Richtung Heinichen. Richtung Heinichen. Richtung Heinichen. Mit weiter. Mit weiter. Mit weiter. Mit weiter. Zack. Heinichen Richtung mit weiter fahren. Sehr gut. Noch eine weiche Blende drauf. So, zack. Heinichen Richtung mit sich. 73 Heinichen Richtung. Heinichen muss noch raus. Heinichen Richtung. Richtung mit weit, Richtung mit weiterfahren. Ah ja, für euch reicht. Was ein Anspruch, ja. Achso, ich kann übrigens auch mal hier die anderen Sachen rauswerfen. Zack. Oh, da sehen wir es schon. Wird gut. Wird gut. Das können wir auch vielleicht dann an Soundcue nach vorne machen. Das fand ich jetzt nicht so spektakulär. Oh ja, hier, jetzt kommen wir an. Habe ich das Ankommen irgendwie? Nicht so wirklich. Egal, gehen wir direkt hier rein. Zack, die fliegenden Haare. Den Soundcue, den nehme ich mal hier nach unten. Den markiere ich mir mit Command 1, damit ich mich daran erinnere, welcher das ist. So, oh ja, hier. Kameramann platt machen. Finde ich auch super. Okay. Und das ist auch so eine Sache. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, macht das überhaupt Sinn, dass ich das jetzt hier irgendwie reinschneide hier, wie ich hier den Kameramann bedränge. Passt eigentlich auch gar nicht mehr so richtig von der Zeit. Ich gehe lieber mal hier auf, nehme hier noch diesen Cue ein, zack, genau, und damit gehe ich dann weiter, das schneide ich weg, das war der Sound Cue, in das Studio, hier am Ende, zack. Oh, das ist doch eine witzige Idee, seht ihr, und manchmal, weil die Frage immer kommt, hey Sebastian, wo kriegst du die Idee her, dann diesen Übergang zu machen, hast du das geplant? Na klar, alles geplant. Das hier ist jetzt ein Zufall, dass diese Szene hier eigentlich wirklich gerade drin ist, wo ich rausfahre und das Lied da läuft, aber das ist doch perfekt, um eigentlich hier einen Übergang jetzt zu schneiden von dieser Szene, ja, wenn ich, um hier rüber zu schneiden auf das Studio und dann im Studio zu sein. Genau, sehr gut. Das muss ich nur umdrehen. So. Hä? Macht das Sinn? Ich glaube, dich nehme ich wieder raus. Sorry, tut mir leid. So. Okay. Rohschnitt ist fertig. Mal schauen. So, jetzt entsperre ich das kurz. Ich rück's ein bisschen nach hinten. So, jetzt gucken wir uns den Schnitt mal an, ja. So, sieht doch gut aus, alles gefüllt. Und jetzt ist die Spannung da, wie wirkt das Ganze jetzt? Ne? Wir haben diese Lektion gemacht, wir haben die Momente ausgewählt, wir haben es erstmal hintereinander geworfen. Schauen wir es uns mal an. Viel Spaß. Das könnt ihr mal klatschen. Und was sagst du? Gefällt's? Gefällt's? So. Was man jetzt machen würde, also I think you get the idea of how I work with it. Was ich jetzt machen würde, ist, ich würde das einfach duplizieren und einen neuen Rohschnitt machen. Und was ich jetzt zum Beispiel gerne mache, ich setze mich zusammen, so wie mit Studenten, wie mit euch, und man schaut sich das an und überlegt jetzt, wo waren die Stärken, wo waren die Schwächen bei dem ganzen Schnitt, ja? Ich würde alles aufschreiben und ich finde, ein paar Schnitte haben nicht gepasst, war nicht so richtig im Rhythmus. Es hat auf jeden Fall ganz cool funktioniert, aber es fehlt mir auf jeden Fall am Ende vor allem noch ein Titel oder so. Vielleicht sollte ich auch den Soundcue vorne benutzen. Ich mache das nochmal ganz kurz, um einfach nochmal zu zeigen, wie ich jetzt weitergehen würde bei dem Ganzen, weil es schon wichtig ist. Also hier ist dieser Mitweider-Soundcue. Vielleicht kann ich den Clip ja Road to Mitweider nennen oder Mittel in Weider oder ich weiß auch nicht genau wie. Aber zack. Oder nee, wir machen den, vielleicht machen wir ihn auch ans Ende. Ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir noch einen Titel, weil das schließt das Ganze dann so ein bisschen ab. Road to Mitweider. Zack, mittig, bold, groß, na, richtig groß war es jetzt auch nicht, egal. So, dann ziehen wir den hier rein, zack, zack. 73 Richtung mit weiterfahren. genau sowas, vielleicht muss das Lied dann doch noch ein bisschen länger gehen. So. 73 Richtung mit weiterfahren. Ja, ich glaube, soweit eigentlich.
Was ich hier sonst jetzt eben noch machen würde als nächsten Schritt, wäre erstmal noch so ein generelles Grading drüberlegen bei der ganzen Sache. Und das haben wir ja gerade schon gehört. Und ich würde mich jetzt wahrscheinlich verfluchen, wenn ich das hier einfach so dirty mache. Aber was eben ganz cool ist, ist zumindest mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Lumetri irgendwie reingehe, dass ich mir einfach irgendwie einen Look aussuche. Ja? Zum Beispiel den hier. Sieht irgendwie ganz cool aus. Mit dem, weil ich sag mal so, kein Grading oder ein Grading ist schon ein großer Unterschied. Kein Sounddesign und ein Sounddesign ist ganz genauso. Und deswegen etwas machen ist schon mal ganz gut. Deswegen würde ich den jetzt einfach nochmal hier rübersetzen. Und wir schauen uns das jetzt mal mit diesem Grading nochmal an. Und dann war es das erstmal. Dann zeige ich euch vielleicht nochmal einen ganzen Clip. Viel Spaß jetzt beim finalen Road to Midweider. Genau. Ja, ich denke für 20 Minuten ist es okay. War dann doch ein bisschen knapper als gedacht. Aber genau, eine Minute, sehr gut. Dann müsst ihr euch leider Mio Iran oder Jack Wolfskin später dann nochmal anschauen, schätze ich. Ne? Damit wir nochmal Crancy. Ja. 3 Minuten? Ja, okay. Aber ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Iran sehen oder wollt ihr Kanada sehen? Iran, okay. Iran, sehr interessantes Projekt. Wurde ich eigentlich gebeten, darüber auch den Vortrag zu machen. Jetzt mache ich ihn ganz kurz. War das erste Projekt, wo ich mal alles wirklich selbst gemacht habe. Also genau wie gerade eben aus 40 Stunden runtergeschnitten. Ganz genau mit dem gleichen Workflow, den wir gerade gesehen haben. Nur, dass ich auch noch die Musik dazu selber gespielt habe. Das war ein bisschen verrückt, war ein sehr großes Projekt, hat deswegen sehr lange gedauert wegen der Musik. Viel Spaß jetzt mit Mio Iran zum Abschluss. I brought you to the end of the world and they said, I put your life at risk. Will we come back alive? They say, this place is full of danger. Evil lurking behind the next corner. But that's what sells good. That's what keeps the strange system spinning and spinning. And they will tell you, it's you against the others. Good versus evil. But that's the wars they want to fight. The people down here are someone else. And you are someone else. So come with me. And let us explore a world full of marvel, wonder, and miracles. Come with me.
We brought you to the end of the world. Every breath, every second, you were with us. And the moment you were born, I realized how everybody is born free and wants to be free again one day. Come with us. We will try to show you the world as we know it. A world full of marvel, wonder and miracles waiting behind the next corner. Welcome to this world, Mio. Nur noch ganz kurz abschließend, ich weiß, es wirkt dann irgendwie auch chaotisch, wenn man das so macht wie gerade eben und ihr denkt euch, was macht der Freak vielleicht auch oder so, keine Ahnung. Aber gerade das will ich euch zeigen. Ich will euch gerade zeigen, dass es nicht immer alles ganz glatt sein muss, um zu einem kreativen, nachhaltigen Ergebnis zu kommen. Dass es Spaß sein kann, ja, dass die Idee nachts irgendwie geboren wird, wenn man schon ein paar zu viel getrunken hat einfach und da seinen Film anfängt, den zu drehen. Ihr habt unendliche Möglichkeiten, jetzt hier quasi einen Film zu beginnen und den so zu machen, wie ihr wollt. Und das möchte ich gerade hier in Deutschland, wo alles sehr konservativ teilweise produziert wird, einfach mal zeigen, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, wo ihr euch freimachen könnt und einfach kindisch, spielerisch einfach an die Sache herangeht, um damit dann auch ja, etwas zu tun. Also ich lebe davon, ich mache dafür Werbung auch für Jack Wolfskin, die TV-Kampagnen und da arbeiten wir auch genauso spielerisch, probieren Sachen aus, lachen viel miteinander und kommen dann zu dem Ergebnis, wo sich andere dann sagen, wie sind die darauf gekommen, wie haben die dieses Skript geschrieben? Ja eben, wir haben es einfach probiert, wir sind den Weg gegangen, haben Spaß gehabt, haben uns darüber entwickelt, haben dadurch kreative Ideen gefunden und auch etwas sehr Authentisches dann damit geschaffen. Und ganz genauso war das auch im Iran, wenn der Sebastian dann da mit der Kamera ankommt und nur Quatsch irgendwie mit den Leuten redet, dann lachen die auch in die Kamera und haben Spaß, Vertrauen ein und so kriegt man auch so ein authentisches Werk, wie was wir gerade eben dann gesehen haben, hin, wenn man sich nicht gerade morgens selber filmt. Genau. Fertig. Vielen Dank an dich, Sebastian Linder. Komm einmal kurz zu mir. Genau. Wir haben gesehen, tolle Projekte auf jeden Fall. Sind denn schon bei dir die nächsten Projekte in Arbeit? Ja, ist immer was los, ne? Also Kanada kommt wahrscheinlich jetzt wieder, auch mit einer sehr, sehr kreativen Weise. Da darf ich auch noch nicht so ganz drüber reden. Aber mit Kanada wird es wahrscheinlich noch mehr in nächster Zeit geben. Es ist gerade ein Projekt fertig geworden, Gravitas heißt es, mit so einem Calisthenics-Star, der macht Liegestützen ohne Beine auf dem Boden. Und mit denen habe ich auch so ein paar Sachen gedreht, wo die Leute denken, das ist, kann nicht echt sein, aber ist wie immer alles echt. Also es ist immer irgendwas, was man gerade macht, ja. Dann würde ich sagen, wir sind gespannt. Du darfst gerne schon einmal hier Platz nehmen.